Ihre Show heißt Show Bizarre. Was ist denn so bizarr an Ihrer Show? Oh, das ist nicht so einfach zu erklären, aber ich denke, wenn Sie es gesehen haben, wissen Sie es. Ja, aber es gab nicht so viel Sinn. Ja, jetzt leider war noch nichts los, aber ich komme noch mal um 8:30. Und ich denke, das Bizarre an der Show ist ein Clown, der sehr viel für Chaos sorgen kann. Aber das ist kein typischer Clown, so mit einer roten Nase? Nein, so. Nicht mit roter Nase, aber ich denke, die Tradition der Clowns hat sich sehr geändert in den letzten Jahren, aber es hat sehr clowneske Elemente. Haben nicht viele Menschen Angst vor Clowns? Ich habe Angst vor Clowns. Ich hoffe nicht. Ja. Ich wüsste nicht, wieso. Nein. Wir haben den Film gesehen. It. It? It. Kenne ich nicht. Nein, der Clown, der Menschen frisst. Nein, dann kann ich nicht. Also, du kommst aus Österreich. Ja, ich komm. Hat das Straßentheater in Österreich eine lange Tradition oder nicht? Leider nicht. Nein, in Österreich hat keine Tradition. Es gibt nur ganz wenig Straßenkünstler. Es gibt zwar einige schöne Festivals, wie in Graz, La Strada oder in Linz. Das bedeutet, dass Sie sehr, sehr viel reisen? Ja, ich bin den ganzen Sommer auf Tour. Wo? Und Slowenien, ja. Slowenien, in Holland, Belgien, Deutschland, Schweiz, Frankreich, Polen, ein übernächstes Wochenende in Warschau. Wieso haben Sie sich eigentlich entschieden, einen Straßenschauspieler zu machen? Das war eine Summe von Zufällen. Aber überleben kann man nichts von dem, was man hier einkassiert. Nein, wir bekommen bezahlt für das, was wir hier tun. Und wir, natürlich, das ist meine Arbeit.